und einen Custom Stockpile. Also Stockpile sind die Lagerstätten und ein Custom Stockpile, den kann ich einfach so einstellen, wie ich ihn gern hätte. So, der nimmt erst einmal Tiere auf, also Tiere in Käfigen. Der nimmt Möbel auf. Steine nicht unbedingt. Munition, Coins, Bars und Blocks, Gems, Finished Goods. Das sind die Crafts, die wir nachher verkaufen werden. Leder, Cloth, Holz, nein, Holz nicht, Holz haben wir extra. Waffen und Fallenteile und Armor. Nimmt der jetzt mal auf, so. Und sie schleppen alles nach da unten. Gut, das heißt, die Stockpiles hier, die werden jetzt aufgelöst. Werden unsere Leute alles nach unten schleppen. So. Dann sollten wir auch unsere ersten Workshops schon bauen. Nämlich das Wichtigste ist der. Also erstmal will ich gucken, was braucht ein Stonecutter, ein automatischer. Braucht Blöcke, braucht Mechanismen, braucht Sawblades und braucht Pipe Sections. Und wahrscheinlich natürlich auch Energie. Okay. Das heißt, das hier ist unser High-End-Zeug, wenn wir dann irgendwann mal Wasser nach unten verlegt haben und eine Sawmill. Non-Economic Blocks, Mechanisms, Sawblades. Ja. Das sind alles automatische Sachen, wie man sehen kann, Mechanismen und so weiter. Da auch die große Brauerei, oder? Nee, die nicht. Also erstmal brauchen wir eine Still, eine Kitchen, einen Carpenter, einen Mason und so ein Zeug. Aber wir fangen erstmal mit Kitchen und Still an. Also Distillery. Dass wir Essen und Trinken kriegen. So. Küche war Z, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, war auch Z. So. Jo. Und jetzt kommt wieder die tolle Sommermusik. Ach ja, und hier muss ich noch Barrels und Bins erlauben. Also hier Barrels und Bins, die hier benutzt werden dürfen. Mit dem Stockpile. Ja. Gut, ihr seid jetzt damit beschäftigt, Sachen in den Stockpiles zu verstauen und hier alles aufzubauen. Also bauen wir auch gleich mal einen Carpenter und einen Mason hin. Unraveling Machine. Carpenter war C, war ja klar. Akira Tambo. Irgendwie klingt das Lied ja doch cool. Carpenter und Mason. So. Und dann lassen wir mal weiterlaufen.
Warum hast du eigentlich keinen Job? Ach nö. Das ist nicht gut. Ich habe einen meiner Miner eingesperrt. Nicht so gut. Würde mal bitte jemand die Brücke einreißen, bevor er verhungert. Hunt for small creature? Was für small creature? Nicht so gut. Moment mal, haben wir nicht Mechanisms mitgenommen? Steine. Nein, haben wir nicht. Ach, die ist Masonry. Ich habe gar keinen Mason, oder? Doch, ich habe einen. Mein Glassmaker. Musste das sein mit dem eingesperrten Zwerg? Da muss ich dem Glassmaker und ich gebe einfach allen Masonry. Mal kurzzeitig. So, jetzt müssten sie weiter schaffen. Macht doch die Brücke weg. Euer Kumpel verhungert da unten. Yo, essbare Katze. Und es kommen viele Migrants. Was? Hauptsächlich Childs? Super. Würde jetzt bitte endlich mal einer die Brücke einreißen. Das gibt's doch echt nicht. Du bist ein Mason. Weil steht nur da nichts Masonry. Und eigentlich habe ich einen Mason. Das ist mein Glassmaker. Wo ist er denn? Ja, eigentlich schon. Gut, nehme ich meinem Glassmaker mal alle anderen Jobs weg, außer dem Mason. Ich
Ich will nämlich nicht schon jetzt am Anfang einen Zwerg beerdigen. Einen Gnom, Entschuldigung. So. Ja, seinen letzten Befehl führt er noch aus. Das ist okay. Was heißt No Job? Da, remove. Jawohl, jetzt endlich mal. Nimmt das an. So. Stop removal. Gut, dann kann ich ja jetzt wieder meinem Glassmaker alles zurückgeben, was er vorher hatte. Ich hätte ihm einfach nur die Hauler-Jobs wegnehmen sollen. Kurzzeitig. So. Gut. Machen wir mal Folgendes. Ich mache jetzt mal hier eine Downward Stair hin, dass wir nach da unten können, weil ich noch eine Ebene hier tiefer möchte. Downward Stair. Ah, cool, ich kann das anklicken. Sehr schön. Dann baue ich eine Up and Down Stair. Ups, Up and Down Stair. Up and Down Stair, habe ich gesagt. So. So, hier. Und dann brauche ich noch eine Downward Stair, Upward Stair. Hier. Und rundherum brauche ich das hier, so. Und dann brauche ich noch hier einen Channel-Befehl. So, mal ist mit der Maus gemacht. Mhm, einer kümmert sich schon mal drum. Sind Workshops schon gebaut worden? Ja. Dann hätte ich gerne im Carpenters Workshop ein paar Betten. So, 5, 6 Stück. Und warum baust du ein Bett? Du bist doch ein Kind, oder nicht? Ja. Okay, genug Kinder, die Betten bauen. Auch gut. Und die sind wirklich jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, hier Sachen reinzuschleppen. Dass alles, was draußen ist, reinkommt. Okay. Und da liegt ein Haufen Zeug rum, hä? Ah, Seeds. Da liegen einzelne Samen rum, weil wir keine Bags mitgenommen haben. Und die Maus, die da rumtänzelt. Die Ratte. Frisst die meine Samen auf? Kitchen. Prickleberry Seeds. Plum Pemmet Spawns. Ach nee, das sind... Woher kommen die Seeds eigentlich? Die habe ich doch gar nicht mitgenommen. Okay. Ah ja, wenn wir schon mal dabei sind. Mason, mach mir mal einen Tisch und einen Stuhl. Also einen Thron. Damit mein Anführer ein kleines Office kriegen kann. Weil das zeige ich euch mal jetzt kurz. Wir haben hier die Nobles.